jetzt geht es zum nächsten Drama. Yeah! Neues Video von Just Nero. Es geht um Shireen David. Eine Heuchlerin zeigt ihr wahres Gesicht. Ich habe absolut keine Ahnung, worum es da geht. Also ich habe mich gar nicht mit Shireen David auseinandergesetzt. Ich weiß, dass sie Musik macht. Ich kenne sie noch von früher, aus dieser Tube-One-Zeit. Aber was aktuell abgeht und warum sie einen Shitstorm hat, I don't fucking know. Wir gucken das Video von Just Nero. Mir ist aufgefallen, dass ich noch nie darum gebeten habe, mich zu abonnieren. Mach mal, denn dann habe ich 400k, weil, wie ging das nochmal? Hast du denn inzwischen schon 400k? Ja, er hat schon 400k. Let's fucking go. Absolut verdient. Hier, bla, so viele haben mich nicht abonniert von meinen Zuschauern. Macht halt einfach 400.000 Abonnenten voll, okay? Und schreibt mir mal in die Kommentare, was euch so für schlechte YouTuber, Entschuldigungen oder Statements einfallen. Hat funktioniert. So hat funktioniert. Shireen David, Freunde. Viele Abonnenten. Also, es ist zwar keine YouTube-Entschuldigung, aber ich muss immer an diese. Boah, ich vergesse immer seinen Namen, ne? Wie kann ich denn immer seinen Namen vergessen? Dieser eine Rapper, der unter anderem Astroworld gemacht hat. Ja, wo Leute unter anderem niedergetrampelt wurden und. Travis Scott. Wieso vergesse ich den Namen ständig? Travis Scott, die Entschuldigung von dem mit diesem mit dieser Instagram-Story, wo alles schwarz-weiß ist. Oh, jedes Mal, wenn ich das sehe, muss ich lachen. Viele Klicks und viel Image. Aber das bröckelt im Moment so ein wenig. Es hat sich nämlich rausgestellt, dass besagtes Image in ungefähr so Fassade und Plastik ist, wie ihre Wie geht dieser Satz weiter? Boxinhalte. Natürlich, völlig klar. Also, jetzt mal ohne Flachs hier. Wie im Herrgottesnamen kann man auf den Trichter kommen, eine Plastiktüte als Boxinhalt zu verscherben? Das ist eine Sache, die ich mitbekommen habe, wo Shireen David kritisiert wurde. Und es gibt noch eine andere Sache. Und zwar, Shireen David verkauft sich halt sehr als Feministenfreundin, beziehungsweise bezeichnet sich selber als Feministin, aber hat auch schon in der Vergangenheit viel mit Rappern gemacht, die da eher anderer Meinung sind. Und ich habe da so, ja, so ein bisschen Kritik unter anderem auf Instagram und Twitter mitbekommen, was das angeht. Aber so viel Kritik bekomme ich gar nicht mit in Bezug auf Shireen David. Warum? Warum? Ich verstehe das nicht. Aber um fragwürdige Entscheidungen soll es gar nicht gehen. Also ja doch, aber nicht um diese. Das ist ein alter Hut. Das wäre jetzt quasi Recycling. Erinnert ihr euch noch, als Shireen damals ihren AMG abgegeben hat? Für den Klimaschutz. Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Shireen David gibt ihr AMG weg. Ich sülze euch die Ohren voll, bis ihr euch fragt. Aber Klimaschutz ist ja nicht mehr cool. 2019 war Fridays for Future noch cool und Klimaaktivismus. Aber seitdem es die Klimakleber gibt, kann man den AMG ja wieder kaufen, er oder? Endlich mal die Futterluke verdichtet. Ist das und Ding? Ihr sitzt vor dem Monitor und nickt mit dem Kopf und denkt euch, ja, hat einen Punkt. Oder aber, sollte sich der ein oder andere Shireen-Fan in meine Gefilde verirrt haben, auch schon tippbereit Empörung über meinen Neid auf sie in die Kommentare. Und in dem Moment war es zufällig auch Album-Release. Akkurat wie mit einer abgesägten und verbundenen Augen auf die Tastatur gefeuert. Irgendwie wird es schon als Unmut verstanden werden. Ne? Ich hab's schon vor meinen Augen. Schweigen Sie still, Sie dirnen Spross. Ihr Antlitz bringt mich dem Speien nahe. Schön, sehr löblich damit hätten wir auch mal provisorisch Fans verunglimpft, um sie noch wütender auf mich zu machen. Ne, das haben wir abgehakt. Jedenfalls hat Shireen ein paar Monate, nachdem sie ihren AMG frisch gekauft hat, gemerkt, das Ding, das schluckt wie eine Blauwalmutter. 80.000 Liter. Das wiederum ist fast so viel, wie Ron Bilecki in seiner Höchstzeit in einem Monat weggebechert hat. Nein, nicht mal das. Ich trage vor, während viele YouTuber sich für den Klimaschutz stark machen, sind unter den Rappern eher wenige dabei, die hiermit anpacken. Shireen David wurde in einem kurzen Interview zu Fridays for Future gefragt und was sie denn für den Klimaschutz machen würde. Sie verrät, dass sie aktuell ihren AMG... Sie verrät, dass sie aktuell ihren AMG abgegeben hat, da sie auch etwas für den Klimaschutz machen möchte. Krank. Sie verrät, dass sie auch gerne bei den Fridays for Future Demos mitmachen würde, jedoch noch nicht dazu gekommen ist. So heißt es, ja, und ich fand das so schade, weil die haben mich ja auch angeschrieben und meinten, ey, kommst du noch vorbei und so? Zappalot, wenn man so beschäftigt ist, seine Kohlen zu zählen, bleibt sowas halt mal auf der Strecke. Das kann ja mal passieren, ne? Aber wieso bin ich jetzt überhaupt so ein fieser Kerl zu ihr? Die scheint doch wirklich gute Intentionen zu haben. Ja, sie hat was Gutes gemacht, so sich für das Klima einsetzen, ist ja begrüßenswert. Warum auch immer sich das innerhalb von ein paar Monaten so gewandelt hat. Ich meine, der AMG war ja noch relativ frisch gekauft. Also sich einen viel zu viel Liter verschluckenden Schluckspecht als fahrbaren Untersatz anzuschaffen, um direkt danach zu verkünden, weg mit die Vieh, das hat auf mich auch damals schon so ein wenig sass gewirkt. Ne? Ich persönlich wollte ihr damals natürlich nichts unterstellen, deswegen habe ich meinen Schnabel dazu gehalten. Glaube ich zumindest. Es kann sein, dass ich drüber geredet habe. Falls ich das gemacht habe, habe ich es. Und sag mir nicht, sie hat ihren AMG jetzt wieder. Jetzt vor kurzem aber. Naja. Nein.
Nein. Rapstar Shirin David gönnt sich Pinky Look. Okay. Ja, ich muss aber sagen, bei Shirin David wirkt alles immer so ein bisschen wie Greenwashing. Oder so ein bisschen wie, als wäre das für die Schlagzeilen. Das ist da passiert. Ihr Statement dazu war, Zeiten... Warte mal, 2019 noch einen AMG abgegeben wegen Klimawandel. Und Shirin Davids Antwort ist dazu einfach, Zeiten ändern sich, Zeiten ändern dich. Das ist ihr Statement. Ja, ich bin halt anders geworden. 2019 hat mich Klimawandel und Klimaaktivismus noch interessiert, aber jetzt ist mir das scheißegal. War das nicht eine Bushido-Line? Zeiten ändern sich, Zeiten ändern dich. Tiefgründig. Von welchen Zeiten redet sie hier? Ich glaube, ich bin da etwas auf der Spur. Sie wusste doch sicherlich, dass die Medien rotieren, wenn sie so etwas mutmaßlich Selbstloses und Gutes tut. Klimaangelegenheiten sind wichtig. Das Boah hat geschrieben, leben und leben lassen oder nicht. Ja, grundsätzlich schon. Natürlich ist es ihre Sache, ob sie ein AMG abgibt oder ob sie 3 Jahre später wieder ein anderes Auto kauft. Das ist ja alles ihre Sache. Aber es kommt ja darauf an, wie du es machst. Entweder du machst etwas im Stillen und änderst deine Meinung oder du verkennst groß, dass du für Klimaaktivismus stehst und dein AMG abgibst und dann machst du 3 Jahre später exakt das Gegenteil und dein Statement ist, ja, Zeiten ändern sich halt. Also, das wirkt halt ein bisschen doppelmoralisch. Und Berichterstattung über gute Sachen, danke schön. Ist gute Promo. Und das für Lau. Könnte es sein, dass das möglicherweise etwas mit dem Album-Release im selben Monat zu schaffen hatte und zur Selbstbeweihräucherung diente, um sich ein wenig ins Gespräch zu bringen, ein bisschen Cheap Applause zu kassieren, gerade weil das Klima eben so ein aktuelles Thema ist. Ich glaube, da hat man schon mal irgendwo drüber geredet aktuell. Und dass man mit sowas garantiert ziemlich gut fahren würde. Ja, nee, das wäre absurd. Da würde ja auch keiner drauf reinfallen. Jeder hat dir das abgekauft. Gut, das ist super size. Fast jeder. Ich sehe schon die Kommentare. Pah, aber ist schon sehr weit hergeholt. Hä, was ist sehr weit hergeholt? Es ist ja einfach, sind ja einfach nur 2 Fakten, die zusammengetragen wurden. Das ist so, als würde jemand sagen, ja, guck mal, der Himmel ist blau. Du guckst so hoch und sagst, ja, das ist schon sehr weit hergeholt. Ich? Ne? Ja, gut, dann nicht jeder, okay. Also, versteht mich nicht falsch. Ich rant hier nicht darüber, dass... Oder meinst du wegen dem Album-Release? Also ist das natürlich eine Vermutung. Und klar, Just Nero hat keinen Beweis dafür, dass es mit dem Album-Release zusammenhängt. Aber natürlich wirkt das ein bisschen sass außenstehend. Ja, dieses Auto fährt. Wenn sie das machen will, mach doch, ne? Fahr halt so eine Schleuder. Das ist zwar durchaus debattierbar, aber das ist halt kein eigenes Video wert. So, es ist halt ihre Entscheidung, wenn sie es machen will, dann geh mir nicht auf Eier und mach halt. Ja? Aber diese Heuchelei, sich als ach so umweltbewusste Influencerin zu inszenieren, wenn man gerade mal davon profitieren kann. Just Nero, der passiv-aggressive Boss. Und nachdem man die Promo für den Release abgesahnt hat, auf alles zu Sprühkoten, ja, das kotzt mich an. Es kotzt mich an. Genau wegen es solchen Es kotzt Moves. Mich an. Ist es kotzt mir mich unangenehm, an. Als Influencer bezeichnet zu werden. Gerade wenn Leute an... Penguin Gamer hat geschrieben, eigentlich doch egal, was sie macht, wieso muss man darüber debattieren, als ob sie sich jetzt plötzlich ändert. Ja, aber Kritik ist wichtig. Wir sind die nicht so große Berührungspunkte mit dem Internet haben. Ich meine, guck mal, ich habe jetzt auch nichts gegen Shirin David. So, ich höre jetzt nicht unbedingt ihre Musik, also ihre Musik sagt mir nicht zu, aber ich gönne ihr den Erfolg. Nichtsdestotrotz finde ich irgendwie... Die Antwort, Zeiten ändern sich, Zeiten ändern dich, auf eine sehr berechtigte Kritik eigentlich, sehr schwach. Das ist einfach eine schwache Antwort. Weil Influencer, wenn man auf einige der Größten schaut, auf einige Aushängeschilder zu einem Synonym für unangenehm profitgierige, selbstdarstellerische, heuchelnde, Eigenbeweihräucherungszeremonien abhaltenden Witzfiguren verkommen. Eigenbeweihräucherungszeremonien. Mann, ist das ein langes deutsches Wort. Mist. Jetzt kommt aber der Kicker. Sie macht gerade ordentlich Schlagzeilen damit. Hat es vielleicht... Shirin David gönnt sich Lux-Wagen in Pink. Zum Geburtstag eine Pink der G-Klasse. Shirin David zeigt ihre neue G-Klasse. Sag mir nicht, es kommt ein Album raus. Echt was damit zu tun, dass sie neue Musik angekündigt hat und dass das Eistee, ich meine das zuckerige Zuckerpampe-Business, auch mal bessere Tage gesehen hat? Könnte sein. Eigentlich würde ich mir diesem Spekulatius hier verkneifen. Aber man hat auf jeden Fall nach diesen Sachen... schon mal Grund, sich Gedanken zu machen. Negative Promo ist nämlich nee, auch Nee, ist weit hergeholt. Immerhin ist ihr Lebensmotto, hat man seinen Ruf einmal ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Wundern würde es mich nicht. Sie bringt da im Moment wirklich einen Klopper nach dem anderen. Guck mal, ich habe übrigens vegetarisch... Dass du schon mal vegan, vegetarisch gelebt hast, zeigt, dass du dich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt hast. Und trotzdem kommt so eine Kooperation zustande. Oder vegan gelebt. Und Klimaschutz, der ist ganz, ganz wichtig. Tierschutz.
Genauso wie Feminismus. Aber ey, jetzt übrigens mein neuer Partner, macht mal bei dem McDonald's-Gewinnspiel mit. Da gibt es nämlich ganz viele tolle Burger. Und wenn ihr gerade dabei seid, kauft doch einfach mal den McQatar. Aber die WM, die ist übrigens ganz, ganz doof. Ne? Die, also nicht gucken, aber McQatar, ja, den wollt ihr also doch, oder? Also es wirkt auf jeden Fall alles ein bisschen heuchlerisch. Und so, als würde man jedes Thema so ein bisschen mitnehmen für die eigene Promo beziehungsweise für den eigenen Ruf. Dann fragt man sich natürlich außenstehend, okay, was für Werte hat sie eigentlich? Wofür steht sie wirklich? Und was ist am Ende des Tages nur Promo? Pass mal auf, ich will dir gar nicht den Moralapostel raushängen lassen und ich rede dir auch gar nicht rein, wie sie leben soll. Aber diese verkackte Heuchelei, meine Fresse, wie kann man denn so falsch sein? Alter, die mimt immer die besten Werte und ist ja wieder, der so bewusst der passt, ist, aggressive aber sobald Boss. Sie auch nur die Note einer Banknote 5 Kilometer gegen den Wind wittert, geht die steil wie meine Katze auf den Laserpointer. Da schmeißt man halt einfach mal alles über Bord. Volle Steuer auf noch mehr Moneten. Was das Ganze auch noch dreckiger macht, ist, dass sie ja mehr als genug Vermögen hat. Sie ist in der Position, dass sie sich Sponsoren und Partner ohne Probleme aussuchen kann. Sie hat safe ausgesorgt. Safe. Die bekommt wahrscheinlich mehr als genug Angebote. Wie kann man Shirin David in einem Satz beschreiben? Hier ist eure unglaublich charmante Hip-Hopperin. Luxus ist mein Leben. Eure Kritik interessiert mich nicht, denn mein Geld reicht mir nicht. Diese Frau ist schon eine haarige Angelegenheit. Apropos haarig, die scheint wirklich einen dicken Pelz gegen Kritik zu haben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dicker Pelz gegen Kritik Shirin David stören Shitstorms nicht. Tierschützer und Online-Aktivisten machen gegen Shirin David mobil. Die Rapperin reagiert, indem sie noch eine Provokation draufsetzt. Ah, boah, okay, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, das ist so dieses typische, mich interessiert sowieso keine Kritik. Ich stehe über allem, ihr könnt mir gar nichts. Ich bin die Boss-Bitch, fickt euch alle. Ist das echt Pelz? Ja, zumindest laut RP Online. So wurde getitelt, eine der umstrittensten Influencerinnen gerät aktuell aufgrund ihrer Werbung. Aber natürlich interessiert sie sich für Tierschutz. Und wegen des demonstrativen Tragens von Echtpelz massiv unter Druck. Doch offensichtlich stört Shirin David der Trubel nicht. Tja, rollt der Rubel, stört mich auch nicht der Trubel. Ein zweites Lebensmotto. Es ist halt wirklich so. In der Promophase, ich bin gerade genau das, was einen guten Ruf hat und sich schickt. Das bin ich. Ich bin dabei und ich bin ein toller Mensch. Nach Release juckt mich die Sache nicht. Ist, ich mach, was ich will. Klar, also jetzt zum aktuellen Zeitpunkt kann sie das machen. Sie kann natürlich einen Fick auf alles geben, aber Hochmut kommt vor dem Fall. So, irgendwann fliegt man mit diesem Verhalten auf die Fresse. Ich habe das schon bei so vielen gesehen, egal wie erfolgreich die Person war. F*** euch, f*** eure Werte, f*** alles, was ich vorher vorgegeben habe zu sein, denn das bringt mir jetzt kein Geld mehr ein. Jeder möchte Geld verdienen. Ich möchte das auch. Ich liebe es, Geld zu haben. Ja. Das tun die meisten Influencer. Ich muss sagen, also ich habe, wie gesagt, nichts gegen Shirin David, aber irgendwie nach diesem Video macht sich schon einen sehr abgehobenen Eindruck auf mich. Also da ist gar nichts mehr bodenständig. Aber es gibt einen Unterschied, ob man halt Business macht und auf legitime Art die Moneten mitnimmt, die es halt nun mal so abwirft, oder ob man vorgibt, jemand zu sein, um Sympathie zu erzeugen, weil man damit die Verkaufszahlen ankurbelt. Finde ich halt schade. Finde ich halt super schade, weil ich habe Shirin David 2014 kennengelernt. Wir waren auch mit Ju einen trinken, wir waren in diesem Tube One Studio, ich habe Wort mit ihr gewechselt und sie wirkte super sympathisch. Also für mich war sie super sympathisch. Ich kann die heutige Shirin David, also ich kann nicht beurteilen, wie sie heutzutage drauf ist, weil ich habe schon seit Ewigkeit nichts mehr mit ihr zu tun. Aber das ist schon ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Obwohl man in Wirklichkeit das diametrale Gegenteil davon verkörpert und sich aktuelle Reizthemen einfach zunutze macht, um als Profiteur aus der Sache rauszugehen, ohne in Wirklichkeit auch nur einen einzigen Finger krumm gemacht zu haben. Unglaublich schäbig. Das ist so unglaublich schäbig und bezeichnend. Kein Wunder, dass du keine Zeit hattest, bei Fridays for Future zu partizipieren, wie du sagtest. Es muss halt auch unheimlich anstrengend sein, den ganzen Tag ein falsches Image zu leben, bis die Kameras aus sind. Oder denn wie wir sehen, in der G-Klasse zu fahren. Eine Heuchlerin zeigt ihr wahres Gesicht. Krasses Video auf jeden Fall. Sehr, sehr krasses Video. Ich gebe auf jeden Fall ein Like. Natürlich. Es war auch ein bisschen passiv-aggressiv seitens Just Nero. Aber irgendwie mag ich das. Ich mag den Stil. Keine Ahnung. Was soll ich sagen? Zeiten ändern sich. Zeiten ändern dich. Das ist mein Fazit zu Shirin David. Ja.